Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Ich habe das Buch aus der Buchhandlung in Aschersleben und ich sehe gerade, dass ich den Aufkleber nicht draufgelassen habe. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm. Also ich kann da nicht sagen, wie teuer es war, weil ich weiß es nicht mehr. Und ich habe den Kassenzettel nicht aufgehoben. Die Wolke hatte ich ebenfalls von diesem Einkauf. Meine Tante hatte mir einen Gutschein geschenkt, den man nur in der Buchhandlung einlösen kann. Und deswegen habe ich das damals getan. Das war das erste Buch, was ich dort in die Hand genommen hatte. Weil ich wusste, es ist auf meinem Wunschzettel. Und deswegen habe ich die Gelegenheit dann gleich genutzt, dieses Buch zu kaufen. Ganz einfach. Ich habe auch eine englische Version davon da. Und zwar diese hier. Picture of Dorian Gray aus dem Penguin Modern Classics Verlag. Das Buch kam erst später an. Also da hatte ich schon einen Großteil von Das Bildnis des Dorian Gray gelesen gehabt. Und es war in dem Überraschungspaket. Das heißt, ich wusste nicht, dass ich die englische Version davon noch bekomme. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich drauf gewartet. Ich hatte jetzt aber keine Lust, mich noch extra umzustellen. Und deswegen habe ich es jetzt in Deutsch weitergelesen. Aber ich finde die englische Version sehr, also ich meine, von der Aufmachung her sehr ansprechend und sehr. Es gibt einem ein wesentlich unguteres Gefühl als diese Ausgabe mit diesem sehr seichten Cover. So, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, wow, was ist das denn? ich habe aber festgestellt, das wusste ich vorher noch nicht, dass Bücher aus dem Penguin Verlag nicht in den USA und in Kanada verkauft werden dürfen. Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kann das irgendjemand von euch nachvollziehen. Ist auch eine Version, wo was reingeschrieben wurde. Ne? Also es war halt gebraucht und eine Bücherkiste mit verschiedenen Sachen. Stand da, dass es passieren könnte. Auf jeden Fall hat es wohl jemand gelesen und einige Sachen hingeschrieben, was die Übersetzung angeht. Also jetzt nicht, was die Deutung angeht, sondern nur so ein paar Übersetzungen. Die ich glaube, es ist ein Mann, extra nachgelesen hat. Okay, also in Das Bildnis des Dorian Gray wird der junge Mann Dorian Gray gerade porträtiert von einem Maler namens Basil. Basil hat Dorian Gray als seine neue Muse auserkoren. Er hegt sehr zarte Gefühle für diesen jungen Mann. Und jedes Bild, was er malt, soll am besten Dorian Gray darstellen. Er weiß, dass er die besten Werke schaffen kann, solange dieser junge Mann an seiner Seite ist. An dem Nachmittag besucht Basil aber auch noch ein guter Freund von ihm oder sowas ähnliches, der Lord Henry, der Dorian Gray zum ersten Mal sieht. Basil möchte eigentlich nicht, dass die beiden aufeinandertreffen. Er denkt, dass Lord Henry einen schlechten Einfluss auf Dorian haben könnte und liegt damit auch gar nicht so falsch. Auf jeden Fall treffen die beiden dann doch aufeinander und beginnen ein Gespräch über die Zeit und das Altern allgemein, das Dorian Gray sehr zum Nachdenken anregt und das in ihm den Wunsch aufkeimen lässt, dass an seiner Stelle das Porträt, das Basil von ihm gemalt hat, altern soll und nicht er selbst, weil er, wenn er altert, nicht mehr hübsch sein wird, nicht mehr so begehrenswert, wie er es jetzt ist. Und die Leute sehen ihn dann mit anderen Augen. Das möchte er nicht, sondern er möchte am liebsten für immer jung bleiben. Ist auch, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein Menschheitstraum, den jeder irgendwann mal träumt. Und ja, auf wundersame Weise geht es dann tatsächlich in Erfüllung, was er sich dort gewünscht hat. Das ist so das, worum es in dem Buch geht. Und ich habe das Gefühl, dieses Buch ist eins von diesen Büchern, egal wie ich es jetzt bewerte, die Leute werden es sowieso hassen, was ich sage. Also ich glaube, man kann dieses Buch entweder lieben oder hassen. Und ich weiß nicht so richtig. Also ich habe das Gefühl, es gibt nichts dazwischen, was die Leute angeht. Die meisten heben das Buch sehr in den Himmel, aber es gibt auch ein paar kritische Stimmen. Und ein guter Freund von mir, der liebe Achim, der mir auch das Buch eigentlich ausleihen wollte, was dann aber nicht dazu kam, weil ich es dann gekauft hatte, der ist wohl ein großer Fan von Oscar Wilde. Ich habe noch nichts von ihm gelesen gehabt. Es ist auch, glaube ich, sein einziger Roman, den er geschrieben hat. Stand im Vorwort und ich habe da auch noch mal nachgeguckt. Ansonsten hat er hauptsächlich, glaube ich, Kindererzählungen gemacht
Und weiß ich nicht mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich wollte es gerade sagen, Lyrik, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen sage ich es lieber nicht. Ich habe es trotzdem gesagt, ist nicht so schlimm. Er ist wohl ein sehr großer Fan von Oscar Wilde. Ich kenne nichts anderes von ihm außer das. Ich erinnere mich aber, glaube ich, dass Achim gesagt hatte, er fand das Buch sehr gut. Mein Problem, was ich mit dem Buch hatte, waren mehrere Sachen. Also ich fand es lesenswert. So, das sollte ich erstmal voranstellen. Es ist ein Klassiker, es ist interessant, es zu lesen. Ich habe es auch durchgehalten, ne? Also wenn das Buch schlecht gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht bis zu Ende gelesen. Aber ich hatte einige größere Probleme mit dem Buch. Erstens, die Charaktere sind mir sehr fremd geblieben. Wir haben noch mehr Charaktere, abgesehen von Dorian Gray, Basil und Lord Henry. Wir haben dann noch die erste große Liebe von Dorian Gray, die. Jetzt muss ich nachgucken, wie sie hieß. Aber es kann nicht so weit weg sein. Moment, das haben wir gleich. Ich bin mir ziemlich sicher. Moment, hier ein bisschen weiter hinten. Sybil, genau, Sybil, seine erste große Liebe. Wir begleiten ihn dadurch, wie auch immer. Und ja, also alle möglichen Personen, es gibt auch welche, die tauchen am Anfang auf und dann später nochmal, sind mir alle sehr fremd geblieben. Ich konnte nicht wirklich mit ihnen warm werden. Ich hatte auch an keiner Stelle des Buchs das Gefühl, dass ich Dorian Gray irgendwie kenne, obwohl er unsere Hauptperson ist. Lord Henry war sehr merkwürdig, er sagt immer Sachen, meint sie aber wohl nicht so. Man ist sich nicht sicher, weil er sehr widersprüchlich ist in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Dadurch war er mir auch nicht sehr sympathisch. Der Einzige, der mir irgendwie nahe stand, ehrlich gesagt, war Basil. Das ist so eine der Hauptpersonen, die am wenigsten in dem Buch vorkommen, außer am Anfang und dann später nochmal. Aber mit ihm konnte ich mich ehrlich gesagt am besten identifizieren, mit diesem etwas sentimentalen Maler. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, nee. Die Charaktere sind für mich sehr blass geblieben. Und ich habe auch nicht so richtig verstanden, was manche Leute hier drin eigentlich für eine Rolle hatten, bin ich ganz ehrlich. Ja, ansonsten merkt man dem Buch leider meiner Meinung nach sehr an, dass es mal als Fortsetzungsroman in einer Zeitung erschienen war. Erst danach hat Oscar Wilde wohl so Füllstücke mit eingefügt, so irgendwelche Sachen, um das Buch ein bisschen zu strecken, damit auch ein richtiges Buch rauskommt. Und genau das merkt man leider auch dem Buch an. Es ist sehr viel Füllmaterial hier drin, was für mich jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben hat, wieso es hier drin ist. Also Füllmaterial hat Daseinsberechtigung, aber sie sollte so rübergebracht werden, dass man als Leser nicht merkt, dass es Füllmaterial ist. Und das war hier leider nicht der Fall. Ja, und abgesehen davon, es vergeht sehr viel Zeit auf diesen Seiten. Und ja, das Bildnis soll ja dann das Monster in Dorian Gray darstellen. Mit allem, was er Schlechtes tut, verändert sich das Bild. Und wird schrecklicher, deswegen auch dieses Cover hier. Aber es wird nicht ausgeführt, was Dorian Gray Schreckliches macht, dass dieses Porträt dann so aussieht, weil das ist nur Füllmaterial. Also scheinbar gab es da mal einen Zeitsprung in der Zeitung dann und dann hat er da irgendwas reingepackt, Sachen, die Dorian Gray gesammelt hat, während von Dauer von 20 Jahren ungefähr. Also es sind 20 Jahre, die in dem Buch quasi verloren gehen, wo wir nicht ausgesprochen erfahren, was er da gemacht hat, abgesehen davon, dass er Edelsteine sammelt und ich weiß nicht mehr, ich glaube Gemälde, Teppiche, irgend sowas. Auf jeden Fall irgendwie 10 verschiedene Sachen, die er da sammelt, erzählt er uns was drüber, über Kapitel hinweg, über viele Seiten, was er da gesammelt hat. Und die Beschreibung davon, wo es herkam, bla bla, alles Mögliche, riesengroßes Füllmaterial. Und dann plötzlich steigen wir wieder in die Handlung ein und es wird nur gesagt, Dorian Gray hat schreckliche Dinge getan. Sehr schrecklich, Sachen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und das Problem ist, wir können sie uns auch nicht vorstellen, weil er mit keiner Silbe erwähnt, was er tut. Also,
Wir sind nur bei zwei Sachen dabei, die er hier tatsächlich in dem Buch macht. Und es klingt aber, als ob er der schlechteste aller schlechten Menschen wäre. Aber ohne dass wir erfahren, was er eigentlich getan hat. Und das ist ehrlich gesagt sehr schade. Aber ansonsten fand ich es nicht schlecht. Also ich muss sagen, mir hat am besten gefallen die erste Szene im Atelier und die letzte Szene in Dorian Grays Haus. Das sind die Szenen, die waren sehr dynamisch. Da hat alles gepasst, da haben die Dialoge gestimmt und wie gesagt, Basil fand ich sehr gut. Also alles, wo er drin vorkommt, diese Kapitel fand ich sehr, sehr gut. Aber dazwischen ist so viel Füllmaterial, dass da null Dynamik reinkommt. Und deswegen quält man sich tatsächlich ab der Mitte des Buchs erstmal durch. Und nur wenn man das schafft, wird man dann am Ende wieder damit belohnt, dass es dynamischer wird. Das fand ich ehrlich gesagt jetzt nicht so schön. Aber ich glaube, ich werde mir noch was anderes von Oscar Wilde angucken, vielleicht dann auch im Original. Aber da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, er war Brite. Es ist ja hier ein britisches Buch. Ich habe ja gerade gesagt, es wird nicht in Kanada und USA verkauft. Und ich habe also meine Probleme mit britischem Englisch, aber ich denke, ich werde dem mal eine Chance geben. Denn ich würde gerne noch was von ihm lesen. Vielleicht eine Kindergeschichte. Vielleicht hat er das besser drauf, weil ich fand jetzt diesen Roman nicht so besonders. Es kann auch sein, dass er deswegen nicht nochmal eingeschrieben hat. Abgesehen davon, dass er, glaube ich, ja, relativ früh verstorben ist. Wegen einem schrecklichen Gefängnisaufenthalt. Ich hatte es mir durchgelesen, aber es ist jetzt schon eine Weile her. Das Buch lag jetzt eine ganze Weile da, weil ich nicht so richtig wusste, was ich darüber erzählen möchte. Und ob ich mich negativ dazu äußern möchte oder nicht, denn ich glaube, mir werden die Leute wieder den Kopf abhacken. Ändert aber nichts daran, dass ich es eben so empfunden habe. Es tut mir auch leid, dass ich es so empfunden habe, aber ich kann nichts daran ändern, dass es mir nicht sonderlich gut gefallen hat, sondern eben nur stellenweise. Ja, da ist halt jeder Mensch anders. Also nur weil es ein Klassiker ist, muss ich es da nicht gut finden. Das ist halt so. Es hätte mir gefallen, wenn es mir gefallen hätte. So. Aber leider war das nicht so ganz der Fall. Aber es heißt nicht, dass ich Oscar Wilde nicht noch eine Chance geben möchte. So sehr hat er mich nicht enttäuscht. Und deswegen würde ich sagen, was lassen wir doch von meiner Seite. Wir werden auf jeden Fall noch mal was von ihm lesen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.